Hi Leute, wir sind schon bei der letzten Folge meiner Full-Face-Drogerie-Reihe. Wow, 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 wow. Ein Erfolg auf ganzer Linie. Obwohl ich am Anfang dachte, das wird nicht laufen, können wir alle sehr stolz sein, dass die Reihe so gut ankam. Right? Was ist denn los? Schon zu Ende? Schon zu Ende. Also auch ich, beziehungsweise auch mein Make-up-Horizont hat sich erweitert. Ich habe viel dazu gelernt. Mir hat die Reihe unfassbar viel Spaß gemacht. Was kann man noch sagen? Außer, dass es geil war. Bleibt geil. Ja, es bleibt natürlich geil. Also erstmal vielen Dank für die ganzen lieben Kommentare. Hi, die ganzen Leute, die dazugekommen sind, die mich durch die Reihe entdeckt haben. Es kam noch die Frage, was mache ich mit dem ganzen Zeug? Überlege ich mir. Vielleicht verlose ich alles. Mal schauen. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Aber ich würde sagen, starten wir mit der letzten Folge und zwar mit L'Oreal. Oh, da seid ihr genauso gespannt wie ich. Ich auf jeden Fall. So, den Primer, den ich mir mitgenommen habe, ist der Infallible Luminizing Primer. Da fand ich die Verpackung sehr interessant. Und ich würde sagen, den tragen wir uns mal komplett auf. Der ist flüssig, aber nicht ganz. Also es geht noch. Und der ist ganz schön schimmerig. Also der hat ordentlich... Ja, man sieht... Oh, okay. Also mehr als ich dachte. Erinnert mich ein bisschen an das... Highlighter-Trendvideo. Erinnert mich auch. Also wer mein Trendvideo verpasst hat, das verlinke ich euch hier oben. Das war ja auch so ein Ding. Da hatten ein paar Mädels auf Instagram ihr ganzes Gesicht voll mit flüssigem Highlighter halt komplett aufgetragen und dann die Foundation drauf. Also es geht nicht um 2-3 Tropfen Highlighter, sondern komplett. Haben manche etwas missverstanden. Die haben auch nicht die passenden Videos auf Instagram gefunden. Nee. Also wer nicht schminken kann, sollte es auch lassen. Vor allem, ich sage am Anfang noch, wie man den Highlighter eigentlich auftragen sollte oder kann. Okay, das ist schon, das ist doll, ne? Ist das wirklich ein Primer? Ja, Luminizing Primer ist natürlich doll. Doll Luminizing, ne? Mehr, als ich damit gerechnet habe. Also es ist komplett geruchslos, sprich, es riecht nur nach dem Produkt, kein Parfum. Und es fühlt sich an, professional von Benefit. Nur ein bisschen flüssiger, würde ich vom Gefühl her sagen. Für meinen Geschmack zu viel Highlight. Also ich habe noch einen Highlighting Primer von Becca zum Beispiel. Der ist auch sehr luminous, aber nicht annähernd so doll wie das. Also hier sieht man tatsächlich aus wie ein Marsmensch. Aber vielleicht ist er gut. Also wir lassen uns überraschen. Korrigieren wir noch ein bisschen, weil ich die Palette hier zu Hause habe. Und zwar ist es die Infallible Total Cover Full Coverage Longwear Concealer Palette. Ich glaube, die kennen so einige. Man hat hier Corrector Farben und dann die Concealer. Und ich werde erstmal nur... Ja, ist die Frage, ob das jetzt überhaupt noch was bringt, aber ich werde mir das Grün hier auftragen. Ich bin gespannt, wie die Foundation auf dieser Base halten soll. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Die Concealer werde ich nicht benutzen, weil ich mir einen Concealer gekauft habe. Ich habe meinen Lieblingscorrector, muss ich sagen. Ich benutze den von Becca, aber ich dachte, ich probiere den jetzt einfach mit. Diese harten Balm-Sachen habe ich oft das Gefühl, dass sie zwar mal super cremig sind und gut pigmentiert, aber es löst sich dann auf der Haut so. Jetzt kann ich es ein bisschen schwer beurteilen, aber ich finde trotzdem, dass die Rötungen auf meinen Wangen ein bisschen besser geworden sind. Die Foundation, die ich auftrage, ist die Perfect Match Foundation. Die hatte ich auch mal in einem Favoritenvideo gezeigt. Die mag ich richtig gerne. Hier muss man natürlich beobachten oder beachten, sage ich mal so. Hier ist super viel Goldschimmer drin. Das ist mir jetzt vorher nie aufgefallen, aber im Licht sehe ich das halt deutlich. Und ich weiß nicht, ob es die ist, aber eine L'Oreal Foundation soll ziemlich gleich oder identisch wie die Armani Luminous Silk Foundation sein. Also die Deckkraft der Foundation ist super. Ich mag die gerne. Auch von der Farbe her. So, die passt, finde ich, in der Drogerie am besten. Die geht auf den Primer wie Butter. Ich bin mir auch hier ziemlich sicher. Viele sind gespannt. So, oh, wie wird Hatti L'Oreal reviewen? Ihr wisst, dass L'Oreal, hi Denise, mich von der PR-Liste genommen haben, weil ich mich in meiner Story über deren schlechtes Event-Management beschwert habe. So viel zu konstruktiver Kritik. Und ich habe L'Oreal noch nicht mal beim Namen erwähnt. Aber okay. Das können wir jetzt heute nachholen. Aber ich gehe völlig voreingenommen an die Sache ran. Einer muss ja professionell bleiben. Aber es hindert mich natürlich nicht daran, diese Dinge auch beim Namen zu nennen. Wisst ihr, was ich meine? Und das Lustige ist, auf dem Event war jeder, alle Influencer, die auf diesem Event waren, da waren ja auch Models und so dabei, waren so angepisst, wie schlecht
das Event war in Cannes. Nur keiner hat es halt öffentlich angesprochen. Ich meine, vielleicht sind die auch alle professioneller als ich, aber ich fand es schon wichtig, das zu erwähnen. Also hat die verbietet halt niemanden im Mund. Gehört zum Business dazu. Und wenn ihr wüsstet, was in dem Business abgeht. Und es sind nicht nur die Influencer. Könnt auch so ein bisschen Spirity machen. Ich habe das Gefühl, die Foundation ist ein bisschen heller als mein Hals gerade. Ich hätte, glaube ich, noch eine dunkle reinmischen müssen. Ich habe, also ach so, die Farbe, die ich habe, ist 1.5N Leinen und ich habe noch die 2 hier, meine ich. Aber ich dachte, es wird perfekt passen. Aber ich würde sagen, wir machen weiter. Ich habe leider keinen Bronzer gefunden bei L'Oreal. Weder in Berlin noch hier in Bielefeld. Hat L'Oreal gerade keinen? Oder kriegt man das nur online? Vielleicht ist die Foundation jetzt auch heller durch die durch den Primer, weil der jetzt natürlich sehr, sehr silbergrau war. Aber so, finde ich, sieht das Finish super flawless aus. Also ich mag die Foundation echt gerne. Das sieht toll aus. Concealer habe ich mir mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Concealer von L'Oreal benutzt habe. Weiß es gar nicht. Ich habe mir mitgenommen den Perfect Match Concealer, passend zu der Foundation. Und zwar in der Farbe 1.N Ivory. Da fand ich die Farbe perfekt. Also auch das ist nicht parfümiert, sondern riecht nach dem Produkt. Also der Concealer lässt sich super schnell einarbeiten in die Haut. Wirkt hier sehr luminous. Auch sehr frisch. Der Concealer gefällt mir auch sehr gut. Das Puder, welches ich mir mitgenommen habe, ist auch aus der Perfect Match Reihe. Minerals, mattierendes Puder. Und ich habe Translucent genommen. Auch da gibt es, meine ich, verschiedene Sorten. Sehr interessant. Hier ist ein ganzes Loch drin. Also auch das kommt mit einem Netz. Ne? Ihr könnt das Produkt sehen. Es wirkt sehr weiß für Translucent. Ich bin gespannt. Also ich gehe mit dem Schwamm rein und ihr könnt sehen, ich habe kaum Produkt drauf. Also es verpufft eher so in die Luft. Deswegen mag ich diese Netzsachen nie. Versuche mir das mal schnell rauszuschneiden. Netz habe ich raus. Und ich würde sagen, setten wir erstmal den Concealer. Das Puder ist auch sehr, sehr fein. Ich finde die Verpackung ein bisschen bescheuert. Also erstmal, also man kommt so kaum rein. Ich gehe jetzt auch nochmal mit einem fluffigen Pinsel da rein. Ich finde, ich habe so einen leicht grauen Schleier im Gesicht. Sehe ich das nur? Ja, grau-weiß. Komisch, also okay. Also ich würde jetzt einen Bronzer auftragen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bronzer ist aufgetragen, Puder habe ich weggewischt. Ich muss persönlich sagen, nach dem Puder auftragen ist die Base so ein bisschen kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob es jetzt an dem Primer liegt oder an dem Puder. Also das Puder finde ich tatsächlich nicht so gut. Es lässt halt, dadurch, dass es translucent sein soll, finde ich, lässt es schon einen ziemlich weißen Schleier da. Und ich hole euch einmal kurz näher ran. Also man kann auf meiner Wange sehen, dass es die trockenen Stellen so ein bisschen hervorgehoben wurden. Und dass sich das auch so ein bisschen abgetragen hat. Um meine Nase herum sieht das Ganze auch nicht so schön aus, muss ich sagen. Aber ich finde, insgesamt sieht das Make-up trotzdem irgendwie besser aus als manch anderes, was du eingesetzt hast. Leider habe ich auch keinen anständigen Highlighter gefunden. Oder war der aus? Ich weiß es nicht mehr. Ich nehme jetzt einfach einen aus meiner Drogeriekiste, und zwar die Love Palette. Da gehe ich erstmal in den hier. Ja, der ist so soft. Der heißt auch so. Und dann gehe ich in den zweiten rein. Der ist nämlich ein bisschen intensiver und das ist dann so ein Metallic. Die zwei kombiniert machen immer so ein schönes Finish, wenn die Palette nur nicht so nach Parfum riechen würde. Also wenn ihr einen guten Highlighter bei L'Oreal habt, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Den Blush, den ich auftrage, ist auch aus der Infallible-Reihe, und zwar die Blush Paint Palette. Die schaut so aus. Die hatte ich auch schon zu Hause. Die finde ich sehr, sehr schön. Und hier sind alle Highlighter, Blushs komplett Schimmer. Ich swatche mal. Aber schöne Farben. Auch die ist parfümiert. Finde ich sehr schade. Aber weniger parfümiert als die Love Highlighter Palette. Und ich mache eine Mischung aus diesen zwei Farben hier. Tolle Farben. Sieht super frisch aus. Ach, schlägt eigentlich. Ich finde, es gibt die perfekte Dosis Blush ab. Deswegen hatte ich bei meiner Aussortierreihe die Palette auch nicht aussortiert, weil ich die wirklich mag. Ich würde sagen, machen wir weiter mit den Augenbrauen. Da habe ich mir die Paradise Pomade mitgenommen, und zwar in der Farbe, da gibt es gar nicht so viele Farben. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was da auf mich zukommt mit der Farbe.
Ich hatte das einmal kurz geswatcht. Die Verpackung ähnelt sehr der von Benefit, ne, dieses Töpfchen. Aber ich finde das sehr, ja, nicht so ganz meins. Aber auch bei Benefit, da greife ich lieber zu meinen eigenen Pinseln. Für Pomaden nehme ich immer meinen Anastasia Beverly Hills Pinsel in der 14. Der ist extra für die Dip Brow Pomade. Ich denke, damit fahre ich am besten. Farbe, um zu erkennen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen cremiger als die Horror Pomade von Revolution. Kann natürlich sein, dass ich bei Revolution einfach ein doofes Produkt erwischt habe. Also bei Revolution sind die Meinungen ja auch komplett auseinandergegangen. Manche, die das total feiern, manche, die sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben und manche, die wirklich mal so, mal so. Auch die Pomade krümelt extrem, aber die Farbe wirkt erstmal sehr, sehr schön. Ich finde, man kann mit der Pomade sehr gut arbeiten. Ich finde sie, wie gesagt, ein bisschen krümelig und ein bisschen fleckig. Ich finde die Pomade nicht schlecht, aber sie haut mich auch tatsächlich nicht um, muss ich sagen. Ja, auch sehr krümelig. Ich habe auch das Gefühl, ich kann nicht so sauber arbeiten. Aber hier muss ich fairerweise sagen, die Farbe gefällt mir sehr gut. Ich habe mir noch mitgenommen ein Brow Artist Plumper, allerdings in Braun. Kommt mit so einer kleinen Bürste. Ich gebe ein bisschen Produkt auf meinen Handrücken ab, damit ich nicht zu viel auf meiner Braue habe. Und die Brow Plumper von L'Oreal mag ich gerne. Auch das andere, also Augenbrauengel. Augen-Make-up, da kann ich euch sagen, da bin ich ja mal richtig ausgerastet. Also ich hatte zwar ein paar da, so 4 oder 5 Stück. Und zwar sind das die Eye Paints von L'Oreal. In ganz vielen Farben. Wie gesagt, 4 oder 5 hatte ich zu Hause und ich habe mir noch ein paar andere Farben mitgenommen. Also Moody hatte ein Blackout. Aber ich konnte mich für die Farbe nicht entscheiden. Ich dachte mir, gut, welchen Look schminke ich? Und mir haben irgendwie alle Farben auf dem Handrücken gefallen. Und dann dachte ich so, YOLO. Und ich habe halt geguckt, so, was schminke ich? Und ich habe ein Bild gefunden. Das hat mich unfassbar inspiriert. Und ich versuche das nachzuschminken. Und zwar ist es dieser Look hier. Denn ich habe zwei ähnliche Farben da. Einmal ein Gelb und einmal so ein Türkis-Petrol. So ein Ding. Und ich bin super gespannt, wie das sein wird. Und ich würde sagen, fange ich erstmal mit einem Eye Primer an. Und zwar ist der auch aus der Eye Paint Reihe. Ich bin auch so dumm. Ich hatte den zu Hause, wusste ich nicht mehr. Und dann habe ich ihn gekauft. Was kostet die Welt? Naja, ich verlose ihn. Ich habe ihn, glaube ich, schon in meiner Verlosungsbox. Oder habe ich ihn schon verlost? Gott, ich weiß selbst das nicht mal mehr. Der ist einfach mußig, samtig, fühlt sich halt wie nichts an. Und ich mag diese Eye Primer nicht so, die sich wie nichts anfühlen. Ich mag einfach meinen Paint Pot, also etwas, was ein bisschen mehr Farbe hat, weil ich mag einfach, wenn Primer auch so ein bisschen das Lid neutralisieren. Ich gehe mit dem gelben Eye Paint, das heißt übrigens Lime Me Now 108, auf meinen Handrücken. Ihr könnt sehen, das schaut doch ziemlich cool aus, oder? Dann gebe ich mir ein bisschen, wie gesagt, auf meinen Handrücken und nehme mir erstmal einen Blendepinsel zur Hand. Diesmal gehe ich nicht mit einem allzu großen Pinsel rein, weil ich mir das nicht versauen will. Gelb ist natürlich... Also das Mädel hat natürlich wirklich auch nur gelb ausgeblendet, ne? Vielleicht ein bisschen Highlighter hier, aber so sehe ich keine Übergangsfarbe. Ich finde ein bisschen fleckig und man muss schnell arbeiten, weil die trocknen, was auch gut ist, aber das muss man halt im Kopf behalten. Funky, ha? Huh? Lass es gerade mal trocknen und mach einfach mit der anderen Seite erstmal weiter. Man kann sehen, es ist schon fleckig. Man könnte natürlich mit einem gelben Lidschatten drüber. Ich glaube, man wird die nie wirklich einwandfrei auftragen können. So richtig. Also einfach nur mal für euch, damit ihr wirklich sehen könnt, wie es auf dem Lid aussieht, wird es vielleicht sogar so tragen. Also die nächste Farbe, die ich auftrage, ist die 106 Concrete Jungle. Und das gebe ich jetzt hier unten auf. Muss natürlich sagen, die sind ziemlich pigmentiert, ja. Also müsste mal schauen, wie sich das so als Lidschattenbase macht. Sie hat in dem Look das auch in der Wasserlinie. Hoffen wir, die Scheiße ätzt mir nichts weg. Ich würde gerne wissen, wie viele von euch gerade vorm PC sitzen oder Handy und denken sich so, was ist das für ein Scheiß-Look? Was macht sie? Also ich kann mir vorstellen, so für Editorials oder so, für so ein Elle-Magazin, Vogue. Hi, it's me, Hattie. Wobei die ja richtig tolle Artists immer haben.
Was wollen die mit einer HTI? Mach die nicht so runter. Also irgendwie finde ich es cool. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich es jetzt nur oder was. Ich werde mir jetzt wie das Mädel einen Lidstrich ziehen. Und zwar ist es der Superliner Perfect Slim. Also der Liner, ich kenne den Liner, ich kaufe viele Liner von L'Oreal, benutze ich auch seit Jahren. Der geht auf dem Gelb natürlich ein bisschen sehr fleckig und zitterig. Ne? Der Liner bleibt auf dem Gelb halt so hängen. Vielleicht ist es besser, so einen Liquid Eyeliner zu nehmen wirklich und nicht so eine Stiftform auf diesen Dingern. Also hier hinten nehme ich jetzt einen anderen Eyeliner. Ich habe jetzt natürlich keinen mehr von L'Oreal gekauft. Also, L'Oreal hat ziemlich coole Mascaras. Da habe ich auch eine Zeit lang die Telescopic benutzt. Irgendwann, ich habe gefühlt schon fast alle Waterproof-Mascaras von L'Oreal. Ich finde, die haben sehr, sehr gute. Die ich jetzt hier habe, ist die Miss Baby Roll Mega Volume in Waterproof. Ich finde das Packaging hier ziemlich süß. Damit tusche ich mir die Wimpern. Ich sag ja, bei Hattie ist der Frilling. Frühling ausgebrischt. Machen wir uns nichts vor. Ich bin überhaupt kein Fan von den Lippenprodukten von L'Oreal. Das ist ja auch kein Geheimnis. Ich ertrage den Gestank nicht, der da drin ist. Das lässt meine Zunge so zusammenziehen, ja. Ich habe auch nichts mehr da. Ich habe auch nichts mehr gekauft. Alles, was ich da habe, habe ich verlost. Deswegen, was ich da habe, ist ein L'Oreal Lip Liner. Und zwar ist der Contour Parfait Lip Liner in der Farbe 652 Toffee. Das ist Dose of Colors Lipstick in der Farbe Glazed. Die sind paraben-free, cruelty-free, vegan und talc-free. Oh, manche haben geschrieben in dem Video von Revolution. Vermerkt, du hast gar keinen Bock mehr auf Drogerie. Das stimmt gar nicht. Das ist voll gelogen. Ich bin halt nur jemand, dem strahlt nicht 24 Stunden die Sonne aus dem Arsch. Ja, ich bin, wie ich bin. Und ich auf Revolution habe ich mich sogar richtig gefreut. Also die Lip Liner von L'Oreal mag ich. Manchmal sind die hart, aber die haben tolle Farben. Und ich habe ganz viele Lip Liner von L'Oreal. Eigentlich fast jede Farbe. Und die benutze ich immer mal wieder. Da war gerade eine Fliege, deswegen habe ich so geguckt. Ich glaube, die Ho will auch geschminkt werden, ja. Auch wenn ich selber am Anfang abgeschreckt war von den Farben, muss ich sagen, gefällt mir der Look irgendwie total gut. Also selbst das Gelb, wenn es nicht so perfekt deckend ist und halt auch so ein bisschen fleckig, finde ich das trotzdem ziemlich cool. Zu dem Look definitiv Lashes, ne, weil das schon sehr dramatisch ist. Aber so finde ich das super cool. Zu den Produkten selbst. Der Primer hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Einfach aus dem Grund, weil ich das Gefühl hatte, das ist einfach nur so eine Creme, so ein cremiges Produkt mit ganz viel Schimmer drin. Ich finde, hat mich leider nicht überzeugt. Auch das Gefühl auf der Haut mochte ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie die anderen Primer aus der Reihe sind. Wenn ihr Erfahrungen damit habt, dann super gerne in die Kommentare. Was mir sehr gut gefällt, aber was ich schon kannte, ist die Perfect Match Foundation. Ich fand sie jetzt ein bisschen hell, ne? Man sieht es hier halt deutlich auch. Aber ich finde trotzdem okay. Ich hätte wahrscheinlich die und die andere mischen müssen, aber ich mag die Foundation unheimlich gerne. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist der Concealer. Und ich sehe auch hier in dem Licht sieht man alles, dass der auch Schimmer drin hat. Also der ist nicht matt, aber ich denke, auf der Haut wird man das nicht sehen. Und zwar der Perfect Match Concealer. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Was mich sehr enttäuscht hat, ist das Puder, muss ich sagen. Es macht ein sehr, sehr trockenes Finish. Und ich sehe hier immer noch diese weißen Abdrücke, obwohl ich das gut weggefegt habe. Ja, keine Ahnung. Ich finde das Puder jetzt nicht so dolle, muss ich sagen, weil es kein schönes Finish hinterlässt. Die Blush-Palette hatte ich ja im Video schon gesagt, benutze ich sehr gerne. Immer mal wieder. Gut, die Farbe ist jetzt nicht so dolle. Hier, das ist schon fast ein Highlighter. Der erinnert mich so ein bisschen an Orgasm von NARS. Nur ein bisschen schimmeriger, aber finde ich nicht schlimm. Wie gesagt, aber die zwei Farben finde ich klasse. Die Corrector-Palette ist auch nicht meine Lieblings-Corrector-Palette. Ich liebe die Corrector von Becca. Da habe ich alle Farben, benutze ich immer wieder. Mein Under Eye Brightening Corrector ist auch schon fast alle. Ich weiß, dass der auch super lange ausverkauft war bei Sephora. Dank Mama Hattie. Und ich weiß, dass ihn sehr, sehr viele nachgekauft haben. Ihr habt mir auch auf Instagram ganz oft geschrieben. Aber die Palette ist, nee,
Die hatte ich, glaube ich, auch aussortiert. Ich habe sie jetzt für das Video nur rausgekramt. Aber auch hier hat sie mich nicht überzeugt. Die Pomade, ich finde die Farbe klasse. Die gefällt mir richtig gut. Und ich weiß gar nicht, welche Farbe ich hier habe. Oder gibt es nur eine Farbe? Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es diese hier. Aber ich finde das Produkt so ein bisschen fleckig, auch so ein bisschen krümelig. Hat mich doch ein bisschen an das von Revolution erinnert, nur dass es ein bisschen cremiger war als Revolution. Aber dennoch finde ich die Farbe sehr gut. Die Eye Paints finde ich super funky, sehr lustig, perfekt für den Sommer. Die haben aber auch ganz viele andere Farben, braun, blau, so ein sowas. Also man kann da wirklich sehr, sehr viel mit schminken. Orange wäre auch geil gewesen, so als Transition Color. Es ist natürlich sehr pricey, muss ich sagen. Aber es ist halt L'Oreal. Die haben halt so den höchsten Preis in der Drogerie. Aber ich finde die irgendwie doch cool, muss ich sagen. Also ich kann mir doch vorstellen, dass ich die weiterhin benutze. Ich muss da so ein Gefühl für bekommen. Aber ich finde, der Look kann sich definitiv sehen lassen. Die Mascara benutze ich sehr, sehr gerne. Davon habe ich auch ein Backup. Ich bin so bescheuert. Ich bin wirklich... Ich habe zwar einen Lip Liner benutzt und ich habe mir auch extra ein Gloss gekauft. Stelle ich gerade fest. Testen wir den auch nochmal. Ich habe mir mitgenommen den... Oh, dieser Geruch. Oh, widerlich. Das ist der Extreme Resist Gloss. Der ist so schimmermäßig drauf. Also der Gloss fühlt sich leicht auf den Lippen an und ist auch nicht so klebrig, wenn da dieser Geschmack nicht wäre. Oh. Als würde ich an einer Oma nuckeln. Wirklich, er würde... Als würde ich es so machen. Gefühlt, das mache ich. Oder als würde ich die Puderdose nehmen und... Ein paar haben mir geschrieben, die lieben den L'Oreal-Duft. No. No. Nee. Ich kann nicht. Ich will aber... Als hätte ich eine Frau verschluckt. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe die Concentration verloren. Das finde ich ziemlich cool. Aber diese Brow Artists von L'Oreal sind... Klasse. Ich finde, die können auch locker mit den High-End-Sachen mithalten. Das ist das erste Mal, dass ich das in Braun benutzt habe, weil sonst habe ich immer den durchsichtigen genommen zum Setten. Und ich finde auch den Braun total toll. Also mag ich, werde ich definitiv weiterhin benutzen. Die Oma steckt noch mittendrin da. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen kann sich der Look sehen lassen. L'Oreal hat definitiv gute Produkte, aber auch sehr schlechte Produkte. Ich finde, in der Drogeriereihe war das überall so. Man muss die Aufsteller natürlich auch so betrachten, nach Altersgruppe, ne? Essence ist für sehr, sehr junge Leute. Viele haben geschrieben, der Look ist total schlimm und dass ich da auch sage, das ist total gut. Ja, ich habe es aber aus der Sicht von zum Beispiel einer 14-, 15-, 16-Jährigen gesehen und definitiv hat Essence ein paar richtig gute Sachen. Klar ist es jetzt nicht Natasha Denona oder so, ja, habe ich auch nie gesagt, aber ich finde, jeder... Aufsteller hat seine guten Produkte, aber auch seine schlechten Produkte gehabt. Was für mich persönlich in der ganzen Reihe gar nicht funktioniert hat, war Rival de Loup. Das war für mich die schlechteste Marke in der Drogerie. Viele wollten, dass ich Rival de Loup Young mache. Ich habe hier in Bielefeld kein Rival de Loup Young. Und ich denke, da ist die Preiskategorie jetzt auch noch so, das kann sich wirklich die meisten holen und auch selber testen. Ich wollte den Rahmen jetzt nicht sprengen. Auf jeden Fall wollte ich mich bei euch für die Inspiration bedanken, die ihr mir gegeben habt, dass ihr mir einen Push gegeben habt, dass ich diese Reihe mache. Wie gesagt, auch mein Horizont ist Make-up-technisch auch nochmal gewachsen und ich habe viel dazu gelernt. Ich habe ein paar Produkte lieben gelernt. Ja, und das habe ich euch zu verdanken. Freut mich, dass ich super vielen helfen konnte. Freut mich super, dass so viele stille Zuschauer auch wieder... auch mal geschrieben haben. Also so viel, ich kann über diese Reihe nur Positives sagen. Wirklich, diese Wochen, die jetzt auch vergangen sind, waren so positiv und ich habe so ein positives Feedback bekommen von Zuschauern, von Bekannten, von YouTubern selber. Ich finde es einfach klasse, dass die Community so zusammengewachsen ist durch diese Reihe. Und ich fand es auch schön, dass Leute geschrieben haben, hey, ich habe gar keinen Bock, so viel Geld für High-End auszugeben. Oder Leute, die geschrieben haben, ich habe gar nicht die Möglichkeit, Produkte im High-End-Bereich zu kaufen, weil ich nicht so viel Geld habe. Oder aus welchen Gründen auch immer, dass ich helfen konnte, war einfach... ist für mich eine ziemlich coole Sache. Dafür bin ich hier. Und ach, was mir auch sehr gut gefallen hat, sehr viele haben geschrieben, dass sie aus ihrer Komfortzone rausgekommen sind, dass sie wieder ihre Schminke aus dem Schrank gekramt haben. Wisst ihr, das ist das, was ich mit meinem Channel erreichen möchte. Es geht gar nicht darum, ihr werdet mich auch nie sagen, hören, oh, eine Frau sollte das tragen, eine Frau sollte so aussehen oder eine Frau sollte sich so schminken, weil ich
bin kein Freund von sowas. Ihr wisst, dass ich auf sowas auch sehr allergisch reagiere. Und mir ist es halt einfach wichtig, eine Inspiration zu sein, egal auf was für eine Ebene. Ja, manche hören mich einfach nur gerne zum Einschlafen, weil sie meine Stimme angenehm finden. Die anderen nutzen mich als Inspiration. Die anderen schreiben, sie gucken oder haben nichts mit Make-up am Hut, aber schalten halt gerne rein. Und das ist das, was ich halt möchte. Ja, das sollen Ort sein, wo wir uns einfach mal 10, 20 Minuten zurückziehen können, und ich möchte dieses, ja, ich sage immer Fotzen-Night nicht, ja, dieses lauf so rum, mach so, und alle ziehen sich an den Haaren wie Geisteskranke und mach es so, nein, wenn ich einen roten Lippenstift zu diesem Augen-Make-up trage, dann trage ich einen roten Lippenstift zu diesem Augen-Make-up. Wenn du Nude tragen möchtest, hey, dann mach das ist total cool, lass jedem seine Sache machen. Und ich finde, so fahren wir alle besser, so hat jeder auch was Positives, und dieses Negative haben wir doch überall. Also lassen wir doch YouTube einfach einen positiven Ort sein. Und das war die Reihe durch und durch. Also soll Schminken einfach nur Spaß machen, ne? Schminken soll einfach nur Spaß machen. Also ich bin wirklich eigentlich immer ungeschminkt, und ich habe aber Bock zu schminken. Mir macht Make-up Spaß und ich finde die Veränderung toll. Und ja, das ist mein Ding. Das macht mir total Spaß, mich da so rumzutesten, rumzuexperimentieren, Geld dafür auszugeben, noch mehr zu testen. Aber nicht, weil ich mich dadurch sicherer fühle oder besser fühle, was auch okay ist, ne? Wenn man sich durch Make-up selbstbewusster fühlt, ey geil, dann tragt das, das ist super. Ich bin hier, um euch zu bestärken, das zu machen, was ihr wollt, und nicht das, was andere wollen. Ich wehre mich von Tag 1 oder seit Tag 1 dagegen, gegen solche Frauen, die mir versuchen, im Internet zu sagen, wie ich auszusehen habe, wie ich was zu tragen habe. Nein, nein. Und das müsst ihr auch nicht. Und dafür stehe ich, Hatice Schmidt, immer. Und werde auch immer für die stehen, die keine Stimme haben, die sich nicht trauen. Dick, dünn, schwarz, weiß, gelb, grün, egal was. Ich bin selber eine Frau, die in der Grundschule gemobbt wurde. Ich wurde auf meine Arbeit gemobbt und ich war immer alleine. Ich war immer alleine. Ich war immer die Kleine. Ich war immer der Zwerg. Ich war immer die Milchgesicht, weil ich so weiß war. Ich war immer alles, ey. Alles. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, gemobbt zu werden. Und deswegen möchte ich das nicht, versteht ihr? Deswegen reagiere ich darauf so extrem. Das hat auch nichts mit Kritikunfähigkeit zu tun, sondern es hat einfach damit was zu tun, die Menschen das machen zu lassen, was sie möchten. Ich könnte noch sehr viele, viele Stunden und Tage genau über sowas sprechen, aber es meckern auch ein paar, dass meine Videos zu lang sind, aber es sind einfach die Sachen, die ich sagen möchte, deswegen ist so ein Video auch mal 20 Minuten lang. Ich hoffe, dass ihr genauso viel mitnehmen konntet aus dieser Reihe wie ich. Ich fange gleich an zu heulen. Deswegen würde ich sagen, hier findet ihr noch Videos. Hier findet ihr noch 2 weitere Videos. Hier könnt ihr abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Reinschalten. Sage Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.